Mann! Okay, Fischmeili. Fail. Ah, stirb! Willkommen zurück zu Morbid, die kleinen Freienacht! Ich wollte gerade so ein Fisch-Smiley in die Konsole tippen und immer Fisch aufrufen. Aber das war irgendwie gerade Fail. Ich bin dir nicht lästig, du magst mich, du magst mich. You are going to love me. Du bist genau wie Flutschi. Irgendwann, irgendwann, Flutschi, wirst du mein sein. Da. So, erstmal Level üb. Wunderschön. Na komm, komm. Schnelligkeit 100, so. So, jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Keiner. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, das ist aber schön, Arion. Ja, ich hörte von euch. Ich habe von euch gehört. Schicken. Ich bin doch Alperin. Ihr seid der Fremdlinge, welcher der Valihortator sein will. Oh ja, das will ich. Ein Hortator ist ein besonderer Kriegsfürst und Kriegsherr, der gewählt wird, um ein großes Haus im Krieg anzuführen. Warum fragt ihr? Naja, ich will so Hortator werden und so. Ja, ich verstehe. Ihr möchtet die Verantwortung übernehmen. Und ich bin bereit, für euch als Hortator zu stimmen. Ich denke auch, die anderen Tevani-Ratsherren werden zustimmen. Obwohl einige überredet werden müssen. Meister Neloth ist überleunig. Überlaunig. Meisterin Dratha mag keine Männer und Meisterin Tyrande verliert den Verstand. Erzmagister Guthren stellt noch ein ganz anderes Problem dar. Er wird euch nicht direkt ablehnen, aber die Sache ewig hinauszögern. Ich schlage vor, ihr tötet Erzmagier Othren. Okay. Ich heiße euch. Wow. Ich darf wieder jemanden töten. Und ich kann nicht mehr aus Tevani rausfliegen, Haus Tevani. Selbst wenn man in Tevani drin wäre, würde man nicht rausfliegen. Man muss ihn ja töten wie Hauptquest. Obwohl, könnte man rausfliegen, wenn man ihn nicht während der Hauptquest tötet? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie versucht. Noch nie ausprobiert. Verdammt, ich hätte Fürsten aus der Valley beitreten sollen. Aber Chicken, wir wissen doch, wie korrupt du bist. Dann passt Lalu doch viel besser zu dir als die verrückten Tevani. Nein. Egal. Fliegen wir. Hier. Mora. Zu der Frau, die keine Männer mag. Voll männerfeindlich und so. Da! Lass mich durch! Diese Klippenläufertürme. Also wirklich. Was zur Hölle? Ah, macht ihr zwar jetzt ein Anstar-Duell? Ich weiß jetzt schon, dass niemand mit dem versprechen könnt, den ihr belästigen könnt. Was? Nein? Doch. Wer hat dir jetzt was gesagt? Du, irgendwas mit belästigen. Aber hör mal, du magst mich doch sowas von. Ich bin doch dein Lieblings, hier, Nerivarine. Mach mich zum Hortator. Also ist an den alten Prophezeiungen wirklich etwas dran? Die dickschädligen Kampfmagier nehmen Azuras Weissagungen nicht so ernst, wie sie sollten. Und ihr seid der angekündigte Nerivarine?
Das ist ein richtiger Schock für diese Holzköpfe vom Fürstenhaus, nicht wahr? Nereva kommt zurück. Als Frau? Ha, sicher! Es ist mir ein Vergnügen, euch zum Hotata zu ernennen. Hier, nehmt diese Schriftrollen mit. Man weiß nie, wann man sie mal braucht. Goldene Heilige! Tja. Gut, dass man eine Frau ist, ne? Als Mann! Um es mal zu zitieren, nicht zitieren wie Zittis, muss man sich zu ihren Füßen auf den Boden werfen und darum betteln, angehört zu werden, damit man Hotato werden kann. Ach, wie schön. Dann bettel du mal. Wie ein kleines Tierchen. Oh. Ich glaube, sie nennt sogar einem dann Häschen. Dieses armselige Häschen. Ich weiß es nicht. Bitte, fahrt fort. Ich höre euch zu. Wie kann ich fortfahren ohne Autos? Was ist mit Mora? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Diese dunkelste Dunkelheit. Vielleicht hätte ich zuerst nach der Lage gehen sollen. Egal. Ist doch egal. Scheiß drauf, Chicken! Gehen wir erstmal zu Meister Nelof. Ah. Was war das? Donnergebrumme. Gut, dass das kein Drache war. Hust, hust. Kleine Anspielung. Hallo! Wach, du Scheiße. Was immer ihr wollt, die Antwort ist nein. Aber ich wollte hier ganz viel Geld geben. Dann willst du also mein Geld nicht. Hier ist ein Tausender. Mein Geld. You are going to love me. So, mach mich zum Hortator. Hortator, Kriegster von Haus Tevani? Ist das nötig? Warum klärt mich niemand über diese Dinge auf? So, so. Wollt ihr den Posten? Seid ihr qualifiziert? Gut, dann nur zu. Es kümmert mich nicht. Seid der Hortator. Geht nun. That was easy. Ich werde trotzdem gehasst von allen. Wieso? Ich will ein Rotator werden. Forever and ever and ever and ever. Theoretisch kann man wirklich forever Rotator sein. Eine Riverine kann ja nur durch Dings getötet werden. Ja, was kann ich für euch tun? Wenn die Riverine halt getötet wird, ne? Mit Altersschwäche ist ja nichts mehr. Warte, wo war der Aro nochmal? Das war doch eigentlich hier direkt nebenan. Wieso bringst du mich nicht auf Tel Arun? Ich will mich irgendwie... bring mich nach Mora zurück. Oder? Gehen wir mal nach ganz unten. Zu mir. Was benötigt ihr? Hallo Alit, der gestorben ist. Altersschwäche. Nein. Oh. 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 ey Chicken, ich glaube, du hast da ein bisschen Zeug übersehen, als du die Leute hier getötet hast. Welche Folge das auch immer war. Ja. Kann halt passieren, ne? Kann passieren. Geblitzt, Ding. Hör mal auf. Blitzen und Türe sei anwesend. Türe möchte nicht anwesend sein. Okay.
Tyra hat keinen Bock, am Wesen zu sein. Eier. Ei. Da hat wohl jemand einen Eierfetisch. Oh Mann, sie ist verrückt. Sie verliert allmählich den Verstand. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Okay, mach mich zum Rotator. Warum seid ihr hier? Seid ihr hier, um die Spinnen zu füttern? Welche Spinnen? Hier gibt's keine Spinnen. Hör auf zu spinnen. Ach, ich soll dich füttern? Hier, Hortator. Make me Hortator. Es ist natürlich eine Kiste aus Stahl. Man bewahrt Dinge wie Wittergrünwurzeln darin auf und hält sie mit etwas Netschblut frisch. Oder ist es ein Hormador? Ja, oder Spinnen. In der Dose Spinneneier hält sie frisch. Mit Netschblut. Ihr habt keine bei euch? Spinneneier? Gute, frische? So, fahrt fort. Zeigt mir den Hordador. Hormador? Ihr habt ihn bei euch? Immer erfreut, frische Spinneneier zu bekommen. Oder Spinnen? Als ich viel jünger war, hielten wir einige Spinnen. In Hormados große... Musste ja groß sein für die Spinnen. Was? Hört ihr mir überhaupt zu? Spinnen? Sag, ich doch. Große, also braucht man einen großen Hortator. Unsere war aus Stahl, mit Silber beschlagen. Kirjo hat ihn immer poliert. Hübsches kleines Kätzchen. Hatte das schon als kleine Mieze. Natürlich auch schon tot. Einfach so. Werden alt und dann braucht man neue. Sind natürlich nie so gut wie die alten. Ja. Ach, ihr seid Chicken. Wie war doch gleich euer Name? Hört ihr mir zu? Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Natürlich höre ich ihr zu. Bla bla bla. Redselig schwätzt Meisterin Tirada weiter und macht keinen Anstalt aufzuhören. Sie könnte wohl ewig so weitermachen. Make me Hortator, Biatch. Was? Oh, ihr wollt Hortator werden? Sicher, nur zu. Was immer ihr wollt. Ich habe nichts dagegen. Wovon sprachen wir gerade? Du wolltest deinen Sklaven freilassen. Frau. Doch! Nicht mit dem Kopf schütteln, doch! Doch, sie wollte dich freilassen. Doch. Doch, Kätzchen, doch. Doch. Ja, wir merken schon, sie ist ein bisschen... Brookhaven Hospital. Pyramidhead wird sich um dich kümmern. Oh ja, das wird er. So, da bleibt ja nur noch der Intel... Blablabla, den wir töten sollen. Talarun! Ey, Chicken, kannst du dir noch nicht mal Dings merken? Ist das deine Antwort darauf? Ja. Namen sind Fischaldra! Notiz an mich, die Dinger mitnehmen. Rappi, gib mal dein Notizding da nach. Er ist immer so nett und macht Notiz in die Kommentare für mich. So wie mit den wo ich am Ende einer Aufnahmesession hier bei Altruhn, das da oben ist, nicht da unten. Nein, ich habe es gerade nicht verschoben. In der Magiergilde, die eben Herr Erz Dinger da, ne? Liegen gelassen habe.
abgelegt, Alid, verpiss dich. Das ist meine Brücke. Siehst du nicht den Namen da drauf geklatscht? Da. Braun auf braun. Damit kein Mensch lesen kann. Satrit Möhre. Ja? Was Satrit Möhre will ich? Denn Möhren sind toll. Nein, eigentlich nicht. Kann ich euch helfen? Ja, du kannst mich nach Temora bringen. Und von da aus dann nach Tel Arun. Welcher Depp auch immer das so kompliziert aufgebaut hat, das Schiffsfahrsystem. Tel Arun. Now we'll have some fun. Ah, Tel Arun. Ah, ich erinnere mich. Diese Sklavin. Oh, das war auch eine schlimme Escort-Mission. Aber nicht so schlimm wie die eine schlimme Escort-Mission. Ich kann es nicht mal mehr aussprechen. So schlimm sind Escort-Missionen.